Ja, hallo zusammen, beginnen wir jetzt mit dem Gifter-Video. Einmal für einen Tag ein Aviator-Glas von LOLMuffin. Er sagt, hi Matti, 12 ist cool und du auch GZ. Dann für 7 Tage eine Lightvest von minus-knobs-minus. Dann für 7 Tage eine Lightvest von unterstrich-unterstrich-suyiper. Minus eine Lightvest und dann von Jamimba für einen Tag. Ein M69er A-Frag von Crank-X3 für einen Tag eine P90 von minus und von unterstrich Owner, Juna, wie auch immer das heißt, für einen Tag eine Lightvest von Al Capone 33 für eine Supply Crate Miss G, die mache ich jetzt mal auf. Ja, die geht hier auch. Und dann habe ich hier noch von Red Boo 11SFR33 ein Respawn-Token. Ja, jetzt beginnen wir mit dem Review zur Insas. Ja, Servus, komm und abends, Freunde, hier ist wieder mal Ron mit einem neuen Review zur Insas. Ja, ich möchte mich zunächst mal erst entschuldigen, dass ich so lange kein Review gebracht habe. Es lag einfach daran, dass ich so viel mit der Schule zu tun habe und ich daher kaum Zeit für komm und abends habe. Ja, kommen wir nun zu einem Review, und zwar bedeutet das Insas der Waffe so viel wie Indian Small Arms System. Die Insas ist erhältlich ab 2. Leutnant Nummer 3. Und ist erst seit kurzem draußen. Soweit ich weiß, war das der 29. Oktober, wo sie in den Markt kam. Ja, nun zu den Modifications der Waffe. Und zwar hat die Insas schon ein vorinstalliertes Adhoc Scope, was eigentlich ziemlich vorteilhaft ist. Das heißt, man braucht kein Scope mehr und es wird auch noch nützlich sein, wie ihr sehen werdet im Review. Ja, also ein Magazine weiß ich nicht unbedingt, ob sich's empfiehlt. Ich habe eins dran gebaut und das Verwundernste ist, dass wenn sie 40 Munition hat mit dem Magazin, dass die Waffe extrem schnell nachlädt. Im Vergleich zu anderen Assault Rifles ist es meiner Meinung nach eines der schnellsten Assault Rifles im Nachladen. Ja, einen Schalldämpfer würde ich eigentlich nie empfehlen. Von dem her könnt ihr es gerade vergessen und einfach nur ein Extended Magazine 1 dran schrauben, wenn ihr es braucht. Ja, und wie schon der Name der Insas sagt, es ist eine indische Waffe und daher kommt wahrscheinlich auch dieses Camo-Aussehen. Es ist eher so für Maps wie Brushwood oder Dark Forest gedacht, wegen diesem Wald-Tarnungs-Outfit. Und ja, mir gefällt es persönlich sehr, sehr gut. Doch, je nachdem, wie man es nimmt, mir ist diese Waffe nicht so richtig bekannt. Ich habe sie ja noch nicht so oft gespielt und daher seid auch ein bisschen kritisch mit mir, wenn ich jetzt nicht so gute Kills mache. Was ich schade finde, ist, dass die Insassen nur den Automatikmodus hat, denn ich habe schon ein bisschen probiert mit ihr zu tapfeiern und ich denke mal, ein Burst wäre auch nicht schlecht gewesen, aber der Automatikmodus ist auch völlig in Ordnung, wenn man im Nahkampf ist. Ja, kommen wir zu den Stats der Waffe, und zwar hat die Insass einen Damage von 38 Punkten. Wenn man das mit anderen Assault Rifles vergleicht, wie zum Beispiel der G36, welche 45 Punkte hat, ist das eher ein mäßiger Damage. Und ich meine, 38 Punkte sind echt nicht wirklich viel für eine Assault Rifle. Denn, wie man vielleicht sieht, ist es ab und zu mal auch schwerer, mit Tapfeiern gute Kills zu bekommen, da man denkt, der Gegner ist so schnell down und dabei braucht er eventuell ein, zwei Hits mehr. Ja, die Portability beträgt 63 Punkte, ist eigentlich auch ganz in Ordnung. Bisschen besser sogar als der G36 und von dem her kann man auch mit ihr laufen. Ich würde natürlich immer mit der Pistole oder mit dem Messer laufen. Die Rate of Fire beträgt 74 Punkte, ist genau der Durchschnitt aller Assault Rifles und das sollte sich auch so gehören bei dieser Waffe. Die Accuracy, das finde ich sehr, sehr erstaunend, beträgt 86 Punkte, das heißt sie ist sehr, sehr genau. Und ich denke mal, ja, man könnte mit der Waffe sehr, sehr gut auf etwas weitere Distanzen spielen, wobei man natürlich beachten muss, dass der Damage ziemlich low ist. Und ja, zu dem kleinen Problem der Waffe, der Recoil beträgt 67 Punkte. Und man merkt es auch, die Waffe zieht ein bisschen stark nach oben. Und daher sollte man vorsichtig sein mit Dauerfeuer gehen. Die Insas lässt sich sehr, sehr gut vergleichen mit der M416, finde ich. Denn die haben so gut wie dieselben Stats. Wobei natürlich die M416 einen geringeren Recoil hat und daher auch ein bisschen leichter zu spielen ist. Der Vorteil der Insas ist natürlich im Nahkampf eher gedacht, denke ich mal, da der Damage dann ausreichend ist und wenn man die Schüsse gut kontrolliert, hat man immer einen guten Kill. Ja, wenn man jetzt mal die Form der Insas betrachtet, sieht sie doch sehr, sehr stark einer AK ähnlich. Nur kann man das jetzt nicht so genau erkennen, da die Waffe ja vorne und hinten getarnt ist und in der Mitte nur schwarz gefärbt.
erscheint die Waffe ein bisschen komisch, doch wenn man sich so anguckt, ähnelt sie sehr, sehr stark der AK-74M, finde ich. Und ja, wenn ihr mal auf den Sound achtet bei der Waffe, der hört sich sehr, sehr ähnlich auch an der AK-74M. Und ich finde, der Sound ist auch eigentlich ganz okay. Ja, aufgrund des vorinstallierten Aircock Scopes hat man natürlich sehr große Vorteile auf mittlere Distanz bzw. auch etwas weitere Distanz, da man ja dann gut Tap feiern kann und eigentlich sollte die Waffe auch ein gutes Headshot-Monster sein. Denn wie ihr schon gehört habt, die Accuracy ist ja 86 Punkte und das ist sehr, sehr gut für eine Assault Rifle. Im Vergleich, die G36 hat, wenn man nun die Insass vergleicht mit der G36, dann merkt man halt echt, dass die G36 leider um einiges besser ist. Wobei man eigentlich im Scope mit der Insass auch noch ein bisschen versuchen könnte, Dauerfeuer zu gehen, was bei der G36 schon gar nicht mehr gehen würde. Wie ich schon genannt habe, der Reload ist sehr, sehr gut, welches natürlich ziemlich gut für Accolades wäre, beziehungsweise ist. Denn selbst wenn man 40 Munition hat, lädt sie ja so sehr schnell nach, dass man gleich wieder weiterschießen kann und was eigentlich echt ein riesiger Vorteil ist. Ja, leider hat die Insass auch einen Nachteil und das ist ja, wie schon gesagt, die Portability. Die geht eigentlich mit 63 Punkten, ist aber meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Wobei, wenn man ja vergleicht mit der G36, die 57 Punkte hat, ist sie eigentlich nur leicht besser. Also, ich habe bemerkt, dass diese Waffe eigentlich so gut wie keiner spielt. Und ich verstehe manche Leute, dass sie nicht spielen, aber sie hat auch kleine Vorteile und ja. Ich habe am Anfang, wo die Waffe rausgekommen ist, gesehen, dass ein paar Leute sie gespielt haben, um sie zu testen. Und ich denke mal, man erkennt schon, wenn man mit der AK-74M vergleicht, dass die ein bisschen besser ist. Denn die AK-74M hat insgesamt 6 Punkte mehr im Damage. Die Portability allerdings ist gleich. Jedoch hat die AK-74M 4 Punkte mehr in der Accuracy. Das heißt, die ist echt ein bisschen besser. Doch man muss sagen, von der Form her ähneln sie sich sehr, sehr stark. Wobei ich auch sagen muss, dass die Insass auch irgendwie so leicht die Form einer M4A1 hat. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ähnelt die Insass sehr, sehr stark auch der AK-47, aber jedoch eher vom Magazin. Das Magazin der G36 ist genauso schnell fast nachgeladen wie das der Insass. Ja, und was ich herausgefunden habe, ist, dass dieses Aircock Scope das einzigste ist im Game, soweit ich weiß, welches nicht die HP oder beziehungsweise Lebenspunkte und die Magazin oder die Weite anzeigt. Und ja, ebenfalls ist die Insass eine der ersten GP-Waffen, welche auch halt als erste einen Aircock Scope angeschraubt hat. Schon von Anfang an. Ja, komme ich noch zum kleinen kurzen reellen Teil der Insass, und zwar wird sie von der indischen Armee Eliteeinheit verwendet und ist eigentlich im reellen Leben auch so gesehen, dass sie einen Burst- oder Semi-Automatik-Modus hat. Was ich noch sagen wollte ist, und zwar kostet die Insass 1100 GP pro Tag, beziehungsweise für 7 Tage 5390 und so weiter. Und ja, wenn man mit der G36 vergleicht, kriegt man eigentlich für mehr Geld eine schlechtere Waffe, denn die G36 kostet ja 250 GP weniger und das ist echt ein bisschen besser. Allein schon wegen des Damages der Insass im Vergleich zur G36, da die G36 7 Punkte mehr hat. Und das merkt man einfach sehr, sehr gut, extrem. Aber ich muss sagen, die Insass ist ein guter Ausgleich, wenn man andere Waffen hat, die man schon so oft spielt, macht die Insass auf jeden Fall Spaß. Vor allem, wenn man den Sound der AK-74M in der Insass erkennt. Und ja, von daher hat man auch eigentlich so das Gefühl, dass man mit einer AK spielt. Ja, und nun möchte ich noch ein bisschen sagen, und zwar werde ich jetzt erstmal auch wieder bis zu den Ferien kein Review haben, denn wir schreiben noch ein paar Arbeiten und ja, in den Ferien könnt ihr mehr Reviews von mir erhoffen und ich empfehle euch auch ein bisschen mit der Insass zu spielen, so als nebenbei Abwechslung, denn sie ist echt ein bisschen unterschätzt und ja, leider nicht so oft im Gebrauch. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen. Macht einen Daumen nach oben, schreibt mir auch Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet. Und dann sehen wir uns
beim nächsten Review.